Impft uns vorsichtshalber gegen Schweinegrippe, hat Bedenken gegen Gen- und Nanotechnik. Klar, die Politik geht gern auf Nummer sicher. Ganz anders beim Thema Mobilfunk. Seit gut 15 Jahren sind wir alle den Handystrahlen ausgesetzt, ob wir wollen oder nicht. Und das, obwohl die Folgen noch gar nicht recht erforscht sind, beispielsweise, ob die Strahlen Krebs auslösen können. Ein Spiel auf Risiko. Katrin Martens hat mit Wissenschaftlern gesprochen. Ja, hallo Mama, hier ist Julie. Nicht nur die Handys werden immer kleiner, auch ihre Benutzer. Julie ist 10 Jahre alt. Telefonieren mit dem Handy, für sie die normalste Sache der Welt. Du Mama, was gibt's heute zum Essen? L'enfant a 10 cm sur 20. Kinder sind klein. Dadurch nehmen sie in ihrem Körper mehr Strahlen auf als Erwachsene und sind so deutlich weniger gegen Mikrowellen geschützt. L'enfant est moins bien protégé à l'égard de ces ondes que l'adulte. Viele Kinder telefonieren in Europa schon mit 8 Jahren das erste Mal mit einem Mobiltelefon. Was wir beim Telefonieren nicht sehen, das kann er messen, der Baubiologe Jürgen Fell. Für ihn ist klar, würde jeder hören, was er hört, würde kaum jemand mehr Handys benutzen. Denn das fiese Geräusch sind elektromagnetische Strahlen. Das, was zwischen Sendemast und Handy durch die Luft schwirrt, wenn zum Beispiel Julie zu Hause anruft. Diese Handys senden tatsächlich nur, wenn Aktivität da ist. Und sprechen heißt Aktivität, heißt Sendeleistung produzieren. Die Sendeleistung von Handys ist zwar schädlicher als die der Masten, dafür senden die Funkantennen ihre Mikrowellen permanent. Tag und Nacht, 24 Stunden lang. Ihre Sendeleistung wird in Volt pro Meter gemessen. Maximal 41 Volt empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation. Der belgische Forscher André van der Voorst ist Experte für Funkwellen. Er hat an Ratten getestet, was passiert, wenn man sich ein ganzes Leben lang diesen Wellen aussetzt. Die Blutzusammensetzung ändert sich, die Gedächtnisleistung nimmt ab und die Sterblichkeitsrate bei den bestrahlten Ratten ist doppelt so hoch. Schockierende Ergebnisse. So sahen die Ratten nach 21 Monaten niedriger Bestrahlung aus. 21 Monate, das macht umgerechnet auf den menschlichen Organismus ein Menschenleben. Repräsentativ ist die Studie mit nur 124 getesteten Ratten nicht. Dafür fehlt das Geld. Für Belgien dennoch Grund genug, seine Grenzwerte für Mobilfunkwellen freiwillig zu senken. Für die belgischen Handymasten gilt jetzt nur noch 3 Volt Sendeleistung. Wer allerdings im nur 10 Kilometer entfernten Deutschland wohnt, wird einer Strahlung ausgesetzt, die 14 Mal so hoch ist. Neben Belgien setzen auch eine Handvoll anderer EU-Staaten auf Vorsicht. Luxemburg mit 3, Polen mit 7 und Italien mit 6 Volt pro Meter. In Frankreich kämpft man darum, dass wenigstens sensible Bereiche wie Krankenhäuser, Kinderspielplätze und Schulen von den erlaubten Maximalwerten verschont bleiben. Sogar über ein Verbot von Handymasten in Schulnähe denkt Frankreich nach. Strahlenschutz so, wie es beliebt. Bislang zwingt kein EU-Gesetz die Länder, ihre Grenzwerte zu senken. Das EU-Parlament sieht die Gesundheit der Bürger ernsthaft gefährdet. Wir setzen Millionen Menschen diesen Strahlen aus. Wir wissen auch, dass viele daran erkrankt sind, vielleicht sogar auch daran gestorben sind. Und es wäre höchste Zeit, einen hohen Schutz für die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union einzuführen. Wir brauchen eine europaweite Regelung. Kein EU-Gesetz, keine Kosten für die Mobilfunkbranche. Denn niedrigere Grenzwerte hießen auch mehr Sendemasten. Die müssten die Handyanbieter bezahlen. An unabhängigen Studien sind sie daher nicht interessiert. Groß angelegte Studien braucht Baubiologe Jürgen Fell nicht. Häufig genug sieht er bei seinen Kunden, für die er misst, sogar Tumore. Konsequenz für ihn? Er selbst hat kein Handy. Allen anderen empfiehlt er, Handys nur im Freien zu benutzen, denn... Wenn Sie jetzt im Auto oder in der Bahn telefonieren, dann muss sich das Handy natürlich sehr stark anstrengen, um den Mast zu erreichen, weil es sitzt ja in irgendeinem Käfig drin und muss da die Wände durchdringen. Also wird es mehr Sendeleistung brauchen. Mobiltelefonieren zum gesundheitlichen Nulltarif. Das gibt es nicht. Auch wenn uns das die Mobilfunkbranche glauben machen will. Deshalb sollte für Julie und andere Kinder gelten, Handy, Feuer, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Und mehr zum Thema finden Sie bei uns im Internet unter